Mein technisch gesehen brüllt er die ganze Zeit nur Wesker, aber das ist was anderes. Ich weiß nicht, Keks? Achso. Keks ist mute. Get through the sandstorm. The root sandstorm? The rudest of sandstorms? Unlock the secrets of the ruins. Das hast du mir vorhin schon mal gesagt. Alter, ruf mich nie wieder an. Soll ich wenigstens ein Treffer frei? Yay. I guess. Dieser Geist, ne? Ja, genau. Das meine ich. Fuck off. Oh, Energie. Aber wie gesagt, das Schlimmste eigentlich ist dieser Boss, also den wir da vorhin hatten. Er ist eigentlich einer der coolsten Bosse. Und einen Angriff, den konnte ich jetzt gar nicht zeigen. Warum, sollte offensichtlich sein. Weil es mich sonst getötet hätte. Aber sonst hat der Typ noch so einen Piledriver-Move und das ist total cool. Dann packt er dich einfach, fliegt mit dir in die Luft und Piledrive dich in den Boden. Das ist eigentlich voll cool. Das ist der coolste Move in diesem Spiel. Tut aber auch weh. Wer hätte das gedacht, right? Man ist ja nicht so, als ob der mit dir in die Luft fliegt und dich in den Boden drückt, ne? Wenn ihr das nochmal, wenn ihr diesen Move sehen wollt, schaut mein altes LP an. Da müsste das eigentlich... Ich glaube, ich habe das da gezeigt gehabt. Wenn ihr mich nicht irre. Okay. Hoppa! Hey, Greeny. Ah ja, hier. By the way. Diese Fusion hier, ne? Wir werden wahrscheinlich das gesamte Spiel über kaum noch was anderes benutzen, außer das, was hierbei rauskommt. Das Ding ist cute und nützlich zugleich. Check this out. Es ist so fucking adorable. Es ist Pommy Dragon. Und es ist einfach mal das... Ich nenne ihn aber immer nur liebevoll Pummel Dragon. Es ist Pummel Dragon und Pummel Dragon ist süß. Und das vor allem das Wertvollste, was wir kriegen können hier. It's so fucking adorable. Und jetzt haben wir halt die Fähigkeit, über Bomben zu springen und immer noch die Macht, alles fernzusteuern. Sprich, wir können Bomben immer noch hochgehen lassen, wann wir wollen. Und dann natürlich Level. Makes sense. Keks? Ja? Hast du dir mal angeguckt, was da, was wieder reingeschmissen hat? Nee. Sah besorgniserregend aus. Ich hab keine Ahnung von sowas. Ah, warte mal. Wo ist mein Fisch? Hier ist mein Fisch. Ups. Ich guck's mir mal an. Jo. Wo ist die Bombe gelandet? Ich kann so weit gar nicht kicken. Ich meine, ich hätte was, wo ich so fernsteuern kann. Nee, habe ich gar nicht. Was laber ich da? I don't. Pummel Dragon. Best Dragon. Sei halt fett. Das ist nicht mein Problem. Arf, arf, arf. Generell die beiden Wüstenlevel, wo wir jetzt hier sind, ne? Das sind sowieso Level, wo ich mir denke, boah. Groß Level. Much. Big Much Level. Was nicht schlecht sein muss unbedingt, aber holla die Waldfee. Ihr werdet sehen, das Level hier ist
Allein das Level hier und das, was danach kommt. Alter, das, was danach kommt, ne? Das ist ein langes Level und ui. Repeatedly dodge smaller border, use a stick, play spawn, press A, good luck. Das war eigentlich hier voll easy, soweit ich mich erinnere. Sofern du drauf kommst, dass du zu Anfang direkt eine Bombe hinterlassen sollst, weil sonst, else you die. Shadow, wegen der Sache, die Vivi reingeworfen hat. Ja? Überleg mal, was demnächst ist. Was ist denn demnächst? WM. Ja? Ist dir noch nie aufgefallen, dass sobald WM ist, dass da so manche Sachen durchgeschleust werden, ohne dass die Leute es mitbekommen? Ja, weil alle so damit beschäftigt sind, dumm zu sein, dass, ne? Wieso? Dreimal darfst du raten, wann das durchgewunken wird. Was denn durchgewunken? Netzneutralität. Hä, hey, ich dachte, das ist jetzt so in der Sinnlosigkeit verschwunden. Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht? Meine Güte. What? That was weird. Ich wollte gerade sagen, geh doch da durch, Mensch. Was war das denn jetzt? Mensch, ich hätte gedacht, das Thema wäre jetzt endlich mal gegessen. Das wäre als blödsinnig dumme Idee abgefunden worden. Scheinbar nicht. Na, manchmal habe ich echt das Gefühl, dass Regierungen und so einfach das Ganze herausfordern wollen, dass Leute auf die Barrikaden gehen, um irgendwelchen Schaden anzurichten. Dass man es einfach so herausfordert, dass Leute scheiße drauf sein wollen. Würde mich ja nicht mal wundern. Vor allem, das wollen die während der WM machen? Was? Das klingt merkwürdig auf Papier. Wie war denn das hier nochmal? Wollen wir das immer? Ja, die Limits testen. Ja, ich weiß. Das Problem ist, die testen sie ja nicht. Nur, die gehen damit einfach mal Leuten auf den Sack. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Das ist so ein leichter Unterschied zwischen Limits testen und einfach sinnlos Leuten auf den Sack gehen. Zumal das ist ja... Net Neutrality ist ja schon wieder was ganz anderes. Das ist ja hier nach dem Motto, wow, wir wollen wirklich nur euer Geld. Fuck right off. Aber ja, wir sind ja das Volk, ne? Das dürft ihr ja nicht vergessen, Leute. Also. Sorry, aber wer den Mythos noch glaubt, ne? Ich will jetzt nicht überwiegend demokratisch hier werden auf dem Kanal, dafür bin ich nicht da. Dafür gibt's andere Kanäle. Aber manchmal frage ich mich echt, ob diese Leute noch alle Waffeln auf dem Eisen haben. Cool. Es ist zu warm. Na, wir sind das Volk. Wir haben einfach nur hier unsere Steuern zu bezahlen und dann ist gut. Für mehr sind wir auch nicht da. Das ist ja das Witzige an der Sache. Ist euch das noch nie aufgefallen? Ich meine, holy moly, könnte ich jetzt hier anfangen zu ranten. Weil das sind Sachen, die mir seit meiner Arbeitslosigkeit, das sind so ein paar Sachen, die mir mal durchaus aufgefallen sind. So gewisse Themen. Wo ich jetzt nun nicht unbedingt drüber philosophieren will. Weil ich glaube, dann haben wir hier ein richtiges Problem an der Hacke. Und dann kann ich meinem Kanal richtig hart Adieu sagen.
Weil dann irgendwer da hinkommt und dann ist so, Alter, wie kannst du es wagen, eine Meinung zu haben? I will ban you. So streckt jetzt noch nicht wahrscheinlich, aber you know the deal. Ihr versteht, was ich meine. Aua. Kann ich euch nicht irgendwie abschalten? Ja, wir dürfen alle paar Jahre mal wählen gehen. Das ist ja... Mann, weil wählen so viel gebracht hat. Du Pimmelbuggy. Scheiße. Lass das! Geht doch! Meine Güte! Mein wurde nicht schon immer mal eure Meinung durchgesetzt, ne? Bestimmt. Man muss aber auch sagen, manchmal verdienen wir es nicht anders, also, to be honest. Ah gut, enough of this. Wir sind hier der Typ, der Sachen in die Luft jagt, ja? Das ist unser eigentliches Skript. Vor allem während der WM. Meint die echt so nach dem Motto, das fällt nicht auf, so... Du. Neues Gesetz. Hier. Haben wir aber gesagt, ihr wart damit Fußball beschäftigt. Da denken sich die meisten dann auch so... what? Ich meine, sorry. Nicht die gesamte Welt ist Hype auf die WM. Ich bin froh, wenn der Scheiß vorbei ist. Das auch. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem gucken, so wie ich mich kenne. Ich nicht. Ich nicht. Nee, wirklich, ich würde mir den Scheiß nicht antun. Na doch, ich werde es mir schon antun, so ist es nun nicht. Weil ich finde es am Ende des Tages immer noch interessant, was da ist. Es ist ja immer noch ein Sport. Allerdings bin ich wahrscheinlich der 1% der tatsächlich denkenden Menschen, die Fußball gucken, die den Sport dahinter feiern. Und nicht irgendwelchen Möchtegern-Mannschaften-Patriotismus. Um Marc-Uwe Kling zitieren zu dürfen, ich habe noch niemals jemanden mit einer Fahne in der Hand etwas Intelligentes sagen hören. Jetzt stell dir vor, es ist WM und keiner geht hin. Das wäre schön. Vor allem das Biest hier, das Ding heißt Beast P. Das Ding rastet total aus. Vor allem technisch gesehen sollte ich mir ja um diese ganze Sache eigentlich auch Sorgen machen, irgendwo so ein bisschen, ne? Ich meine, es hängt im Internet zusammen. Was ist aktuell mein Job? Ich bin Streamer. So ein bisschen Sorgen sollte ich mir dann doch machen. Aber ich sag mir immer, solange da nichts Festes raus ist, ne? Es sei denn, irgendwer denkt sich, boah, ist das überhaupt noch über diesen selben Typen, der das damals schon immer angezündet hat, alles? Ich weiß es nicht. Wie hieß sein Arsch noch gleich? Den Typen, den auf einmal jeder so super sympathisch fand im Internet. Ich meine, wer fand ihn nicht sympathisch, ne? Ich meine, er hat einfach mal versucht, dir Net Neutrality schmackhaft zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie er das gedacht hat, dass das in seinem Kopf funktioniert. Ich meine, du kannst immer noch alles das tun, was du tun möchtest. Es kostet nur das Zehnfache. Batman. Aua. Wieso stelle ich mir den Typen einfach so als irgendeinen Batman-Bösewicht vor? Oder Skeletor. Könnte auch Skeletor sein. Ist auch möglich.
Hui. Ich bin überlegen, ob ich mir gleich wieder ein Wassereis holen soll. Ich habe mir ja heute Kratzeis gekauft. Kopf. Mein Kopf wollte schon wieder sagen, so, heute ist doch. Heute haben doch dich. Dann dachte ich mir so, ach ja, da war ja was bei euch. Hä? Ich wollte schon sagen, so, ey, wie willst du dir heute Kratzeis gekauft haben? Wir leben nicht in einer Stadt, wo man sich sagt, oh, Jesus wird schon irgendwas Tolles getan haben. Nee, das ist so. Das ist bei Hohl. Hohl ist in einem dieser Bundesländer. Es ist schön, dass es bei dir jetzt regnet, Yamato. Schick's her. I'm still dying. Ich glaube, wir haben hier aktuell immer noch an die 30 Grad. Still. Warte mal, muss ich jetzt... Ich fand das Level hier schon immer verwirrend. Shit. Ich frag mich ja immer dann noch so, ich meine klar, wenn die damit anfangen mit Net Neutrality und all den Jux, klar, dann wird das auch irgendwann zu uns überschwappen. Zumal Merkel ja so viel Ahnung von Internet hat und so. Dass wir der Alten überhaupt irgend noch was erlauben, wundert mich eigentlich. Still beyond me. Ich muss auch mal ganz ehrlich gestehen jetzt gerade, ich habe eigentlich, was das angeht, sowieso nichts zu melden, weil ich mich absolut kaum mit Politik beschäftige. Na, ich also, ja schon mehr. Ja, du ja schon mehr. Ich weiß ja nicht, haben wir jetzt mittlerweile, mein Merkel ist jetzt wieder Overlord, ne? Ja. Also das wurde irgendwo ja mal bestimmt, ne? Wieder die große Koalition, die wieder alles durchwinken. Ja, genau. So, die sagen, ja, ist schon gut, wir machen einfach, wir tun mal so, als ob wir was tun und dann... tun wir mal so, als ob ihr einen freien Willen gehabt hattet. Ja. Ist irgendwie genau das, weswegen ich manchmal Wählen so unglaublich dämlich finde. Danke, Nugat, für den Bett. Es ist einfach so, man sagt immer, oh ja, du musst wählen gehen, das ist so wichtig, das ist so unglaublich wichtig. Und jedes Mal sitze ich da und denke mir, so, jetzt hat jeder gewählt und trotzdem ist jeder unzufrieden. Ich meine, irgendwas machen wir falsch hier. Au. Ich meine, es kann aber nicht sein, dass man alle paar Jährchen zum Wählen geht und am Ende des Tages trotzdem noch jeder unzufrieden ist. Und trotzdem muss man immer noch gegen sowas wie AfD vorgehen und hast du nicht gesehen und... Es ist wie ein Arztbesuch. Du hast eigentlich nichts, aber du musst hin. Nur damit ihr dir sagt, dass dein Körper scheiße ist. Genau. Okay, hier. Nee. Ich hasse dieses Level. It's so confusing. Ach, genau so war das. Nein! Ach, doch nicht so. Doch nicht dahin. Boing. Kann man da noch Convention? Nee, aber das ist halt einer dieser Gründe, warum ich mich nicht mit Politik beschäftige. Irgendwo alles, was damit zusammenhängt, zieht mich einfach nur runter. Und dann kommt meine Mutter und sagt, aber es ist doch wichtig. Und ich denke mir so, ja... Wählen gehen ist wichtig. Ja, das Problem ich, ja. ist Problem ist aber einfach, dass die Leute, die ganz oben sitzen, eher auf die hören, die eigentlich so gefühlt so in 3 Jahren abkrepeln und die Jungen werden ignoriert, so blöd es manchmal klingt. Ich fange schon wieder an, sozialwissenschaftlich zu werden. Das ist
Kleinkeks will Sozialwissenschaftlerin werden, also von daher. Ja, Mensch. Du, ich gehe hier lang. Ja, da, da. Und ja, da, du. Swoop. Noni! Ich bin wegen Spaß hier und kein Sozialwissen. Okay, Nougat, ich verstehe schon. Ich verstehe. Sorry. Wir fahren einfach mal. Wir fahren mal weiter, ja? Aber Keks mag den Sozialwissen. Schien. Dann mach einen Kanal auf, wo du genau das machst. I mean it, wirklich, ohne Scheiß. Dann müsste man genau das machen. Problem ist, ich glaube, dafür gibt es zu wenig Leute, die sich dafür interessieren. Doch, dort man nicht, also. Das würde ich jetzt nicht sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe ein Bild gefunden. Oh Gott, nein! Ja. Oh, fucking. Shit. Ich werf mal kurz was in die Memes rein. In die Memes? Ja, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie. Hey, Akasha. Ah! Ach, Diana ist das. Ah! Warum legt euch immer alle neue Accounts zu? Ist doch verwirrt. Ich hatte mir damals einen neuen Account zugelegt, weil Twitch mich nicht mehr auf meinen hat draufgelassen. Das ist nicht cool. Sonst will ich mich immer noch Kekschen heißen. Alter, du dummes Scheißspiel. Oh, kleine reichen auch. Sag das doch. Geil, for nothing. Außer so ein Pony, was mich potenziell umbringen könnte. Danke. Leben? Fuck you, Game. Wo spielt denn? Oder sogar ein extra Herz. Okay, dann hat sich das ja richtig gelohnt. Weil wir können Batman. Batman! Okay, sorry. Wenn ich das mal höre, so muss ich mal gar nicht anders. Batman! Batman, ich werde Net Neutrality abschaffen und niemand wird mich aufhalten. Meine Güte. Diese Batman-Villains werden auch mit jedem Mal schlimmer. Hier oben was oder war hier jetzt gar nicht? Ach ne, hier war auch nur der jetzt. Wo ich noch nicht ankomme, weil mir noch ein Knopf fehlt. Und es ist noch viel zu warm. Scheiß Wärme. Meine Güte. Sag mal. Das wird ja wohl jetzt hoffentlich funktionieren. Na, geht doch. Warte, ich habe mal ein Video, das ist noch was gefragt. Was? Was hast du?
Was hast du rübergeschickt? Batman? Batman. Schaff Net Neutrality ab, Batman. Und wenn das erstmal weg ist, Batman, wird mich keiner mehr aufhalten, Batman. Wo ist dieser scheiß Schalter, Batman? Ich bring dich um, Batman. Batman! Ey, ohne Scheiß, ich hab jetzt echt keinen Plan, wo dieser dumme letzte Schalter ist. Ich bin gerade in meinem kleinen Ideenheftchen für Cosplays und sowas alles, hier Ideen für eine Fanfic aufschreiben. Weißt du, das, was du an solchen Ideen hast, solche Ideen habe ich meistens so, was Projekte angeht. Ich habe hier sogar noch drin stehen. Cosplay, welches ich noch nicht so an die Öffentlichkeit tragen kann. Rebecca Prototype, Ashley Graham, da kann ich schon direkt eingeben. Das hat 10 € gekostet. Das hat 10 € gekostet. Ja, manche Cosplays können auch richtig günstig sein. There we go. Richtig günstig. Mein günstigstes Cosplay liegt bei 100 €. Hast du nicht eben gerade gesagt, das eins hat 10 € gekostet? Nee, Oberteil hat 10 € gekostet. Oh. Sorry, aus der Zeit, wo ein Cosplay nur 10 € gekostet hat, bin ich weg. Die Zeit ist schon so seit 5 Jahren weg. Mein Cosplay darf nur 10 € kosten. What? So kam wirklich schon mal eine zu mir. Ja, kannst du mir das und das Kleid nehmen, aber für 10 €? Für 10 €, ja. Sonst noch Wünsche? Hm. Vor allem nähen? Das heißt, sie wollte, dass du das ihr nähst? Ja. Hätte ich gesagt, nee. Wir haben die Power des Windes. Weil selbst mein Revelations 2 Claire Outfit, was eigentlich hauptsächlich zusammengekauft ist oder so, oder halt aus Kleiderschrankklamotten besteht, 82 €. Boah. That's some spacey shit. Code Veronica Claire, 50 €. Ich hab nur eine Weste genäht. Für eine Weste. Ja. Resident Evil 2 Claire, 100 €. Die hat 100 € gekostet? Ja. Alter. Wahrscheinlich sogar noch mehr, weil ich einige Kosten nicht mit eingetragen habe. Rebecca Chambers, das Cosplay, wo ich mir dachte, ach, 50 € für das Geld kannst du das Cosplay selber nähen. 160. You fail. Ich bin so beim Dreifachen gelandet. Das muss man erstmal hinkriegen, Keks. Das muss man erstmal hinkriegen. Ich hab's so unterschätzt, dass ich noch die Hose kaufen muss, die Patches und alles. You fail. Ja, I fail hard. Ich bin gleich wieder da, ich muss mal ganz kurz wohin. Oi. There we go. Ich glaube, so viel kommt hier gar nicht mehr. Nö, ich glaube, ja, hier ist sogar Ende Gelände. I think. Bäh. Mir nicht weh, ich brauch Energie für Kämpfen. Special, special. Nein, nicht Feuer machen, tun. Du siehst auch so aus wie ein Gegner aus Mega Man. Ah. Jetzt wiege ich zu viel, oder was? Oh. Oh, okay. Warte mal.
Wusste doch, da war noch irgendwas. Erstmal noch ein Feldtor schießen. Und hopp. Und jetzt zacke ich hoch hier. Oder so. So, mit fast voller Energie zu dem Boss da drin wählt. Das könnte ja witzig werden. Aber Mensch, ihr habt ja gesehen, ich hab für den einen Boss auch nur einen Treffer gebraucht. Also ich bitte euch, ne? Hey, Zerre. Zerref. Dom, 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 dom. Oh, genau, das war der Nervarsch. Der sich denkt, ich beschwöre Blödsinn. Und warte, du musst immer warten, bis du mich angreifen kannst. Was sagst du dazu? Und ich klinge wie ein Zombie. Ja, man muss die nämlich genau da reinschmeißen, wenn er hochgeht. Okay, man kann definitiv näher ran. Radikal Beam. Just in case. Möchte man nicht mehr rumlaufen haben als Not tut. Ich wollte gerade sagen, wie wäre es, wenn du das mal nicht tust? Hopp. Man sollte meinen, es ist ein easy Boss, right? Vor allem, wenn er das RNG dazu gibt, den Scheiß zweimal ineinander zu machen. Und sich dann... Geiler Augenlaser. Kannst du mir den Augen noch nachts im Dunkeln lasen? War voll schwer, ne? Zero Damage. Der sieht doch richtig lieb aus. Finde ich auch. Und hat auch nur ein bisschen viel Energie. Scheiße, wie hat man den nochmal bekämpft? Och, ja, stimmt. Der konnte einen so ekelhaft verfluchen. Wie war denn da drin? Für andere? Okay. So bin ich wieder da. Baby. Can you feel the love tonight? Can you feel the love tonight? Tonight? The love tonight? Wie ging denn der nochmal? Uncool. Wie wär's, wenn du das nicht tust? Ich meine, seine Chance einzutreffen ist. Ne? Was ist, wenn er die Hände. Ja, nicht wirklich. Ah, fuck! Aua. Was denn der nochmal? Hä? Nee, das war's auch nicht. Hä? Bin ich jetzt komplett doof? Wie ging denn der noch? Ja, das bist du.
Ich kann mich nicht erinnern, dass dieser Boss schwer war. What the fuck? Oh, kennst du das, wenn du irgendwie genau eigentlich weißt, wie ein Boss zu bekämpfen ist und dann auf einmal hast du keinen Plan? Achso, er darf offenbar nur nicht in einer Angriffsanimation sein. Okay. Wenn das so ist. Ich wusste irgendwie noch irgendwo, dass der kein wirkliches Muster hat, sag ich mal. Da war, irgend sowas war da. Da zieht er mal nur die Tentakel ein und denkt sich, nee. Oh shit. Ah! Stimmt, er hat den geheimen Kinnkratz-Move. Der ist so geheim, den kennt nur keiner. Ja, aber ich hätte schwören können. Ich hätte ihn vorhin auch genau so getroffen. Das ist voll merkwürdig. Aber im Vergleich zu dem letzten Boss, den wir hatten, der quasi selber... Hallo? Sag mal. Der quasi selber entscheiden konnte, wann man ihn trifft. Und sag mal, ja, war langweilig hier. Blöder Mumienkack. Vor allem, ich frage mich ja dann immer, wie sollst du das ohne die fernsteuerbaren Dinger machen? Du brauchst doch viel zu lange für sowas. Nö, fuck. Okay. Ich meine, der benimmt sich auch ein bisschen wie so ein Morbol aus Final Fantasy. Nur, dass er das irgendwie alles noch süß findet, offenbar. Denkt sich, der bis am Kinn kratzen. Nö. Komm. So, there we go. Die Phase ist an sich so langweilig, ich kann mir währenddessen mit dem Handtuch die Stirn tropfen. Na, erst warten, bis er sich bewegt. Und tot. Da hat wer nichts mehr zu melden. Kann ich eigentlich? Oh, kann ich. Cool. Ich kann in der Zeit Memes gucken. Weil mich interessiert schon die ganze Zeit, wer meinte Memes. Ach so. Warte mal. Area clear. Nice, scheiße. It's me, Professor Ein. Es ist Professor Wertlos. I see you were able to retrieve the third bomb element. Le Gasp. I would like to say good work, but we're not in a position for that now. Sind wir nicht? The Hickey Hickey Bandits have obtained the rest of the bomb elements. Oh no. And it has been reported that they are headed for their secret base at Necky Moon. Necky Moon. Time is of the essence. Klingt auch wie so ein Twitter-User. Get those bomb elements back. Their traps will surely be more complicated now. And there may be even stronger foes waiting. You'll need the help of Karabombs and Attribute Bombs. Good luck, Bomberman. Man könnte fast meinen, der Alte traut uns das nicht zu. Aber letztendlich ist es ein alter Mann. Also von daher, ja. Ugh. Still way too warm.
viel, viel, viel zu warm. Geil, Mond.